Ich heiße Carmen Schitzmann, studiere im 5. Semester Engineering Science mit Schwerpunkt biologische und chemische Verfahrenstechnik. Es besteht aus den grundlegenden Ingenieursfächern wie Konstruktionslehre, technischer Mechanik, diverseste Mathevorlesungen und dann Verfahrenstechnik-Vorlesungen. Ich hatte vor allem Interesse an der Theorie der Technik. Also ich habe mich schon immer interessiert für Technik und am Bauen und Werkeln und wollte jetzt wissen, was dahinter steckt, um zu verstehen, zum Beispiel, wie ein Toaster funktioniert. Ich bin gerade Hiwi bei den metallischen Werkstoffen und dort habe ich gerade Proben vorbereitet, die dann zur Oxidation gehen. Es ist eine Legierung zwischen Zirkon und Niob und die muss ich trennen in 2 mm Scheiben, einbetten, schleifen, dann werden sie oxidiert und wärmebehandelt. Ich komme aus Berlin und dachte mir, ich habe da lang genug gelebt und wollte einen anderen Kulturkreis kennenlernen. Und Bayreuth war bekannt für seine gute Naturwissenschaft, Ausstattung und ein gutes Angebot an Plätzen. Man muss nicht warten auf seine Praktika. Hier an der Uni gibt es ein ziemlich großes Sportangebot. Ich gehe klettern. Die Fränkische Schweiz ist nicht weit und das ist super im Sommer und bis in den Herbst rein auf jeden Fall. Bei guten Wintertagen mit viel Sonne geht's auch dann mal. Sonst überwintern die Kletterer quasi mit den Bouldern, gehen in einen kleinen Raum und klettern ohne Seil sozusagen. Natürlich hatte ich Zweifel, weil es fällt mir nicht gerade leicht. Das Studium ist schon sehr, sehr anstrengend. Ich muss viel dafür arbeiten und das war einer der Gründe, warum ich mal überlegt habe, aufzuhören, vielleicht auch sogar. Aber ich studiere weiter, weil ich einen unheimlichen Wissensdurst habe. Ich will das, die Sachen verstehen und bleibe so lange am Ball, bis ich es verstanden habe. Und das ist einfach, deshalb will ich weiter studieren.